Er ist ein guter Junge, Golde. Ich mag ihn. Er ist ein bisschen Mischuge, aber ich mag ihn. Und was wichtiger ist, Hodl mag ihn. Hodl liebt ihn. Also was wollen wir machen? Wir leben in einer anderen Zeit. Einer ganz anderen Zeit. Liebe. Golde, liebst du mich? Was fühlst du eigentlich für mich, ha? Golde, ist es Liebe? Ist es was? Ist es Liebe? Ist es Liebe? Bei 5 heiratsfähigen Töchtern fragt man doch nicht solchen Quatsch. Du bist krank, geh ins Haus. Leg dich hin, ruh dich aus. Mach schon, was ich dir sage. Golde, hör zu, was ich dich frage. Ist es Liebe? Lass das sein. Oh nein, sag, ist es Liebe? Ist es Liebe? Nun? Seit 25 Jahren wasche ich, koche ich, putze ich, gab dir 5 Töchter, melk die Kuh. Nach 25 Jahren lass mich damit in Ruhe. Golde, wir sahen uns zur Hochzeit das allererste Mal. Ich war scheu. Und ich auch. Ich war ängstlich. Und ich auch. Unsere Mütter, unsere Väter sagten, Liebe kommt erst später. Sag, liebst du mich denn, Golde? Ist es Liebe? Sei jetzt still. Oh nein, sag, ist es Liebe? Ist es Liebe? Nun? Seit 25 Jahren lebe ich mit ihm, lach mit ihm, wein mit ihm. Seit 25 Jahren ist sein Bett mein. Das muss ja Liebe sein. Oh, Weib, du liebst mich. Ich glaub, dass ich's tu. Ich lieb dich, Golde, immer zu. Man wusste voneinander nicht Bescheid. Doch nach 25 Jahren